Der Fuchs und der Tiger. Der Fuchs begegnete einst einem Tiger. Der zeigte ihm die Zähne, streckte die Krallen hervor und wollte ihn fressen. Der Fuchs sprach: Mein Herr, ihr müsst nicht denken, dass ihr allein der Tiere König seid. Euer Mut kommt meinem noch nicht gleich. Wir wollen zusammengehen, und ihr wollet euch hinter mir halten. Wenn die Menschen mich sehen und sich nicht fürchten, dann mögt ihr mich fressen. Der Tiger war zufrieden, und so führte ihn der Fuchs auf eine große Straße. Die Wanderer nun, wenn sie von fern den Tiger sahen, erschraken alle und liefen weg. Da sprach der Fuchs: Was nun? Ich ging voran. Die Menschen sahen mich und sahen euch noch nicht. Da zog der Tiger seinen Schwanz ein und lief weg. Der Tiger hatte wohl bemerkt, dass die Menschen sich vor dem Fuchse fürchteten. Doch hatte er nicht bemerkt, dass der Fuchs des Tigers Furchtbarkeit entlehnte.